Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und zwar melde ich mich zurück aus dem Krankenstand, weil ich es nicht sein lassen kann. Ich denke, man wird es mir auch noch ein Stück weit anhören. Tee ist mit am Start, Taschentücher sind mit am Start. Das heißt, ich bin ready, dieses Video für euch zu machen. Ich muss mal schauen, wie viel Cuts ich da reinhauen muss, wo ich hier mal einen Schluck nehmen muss oder wo ich auch mal die Nase putzen muss. Aber das soll jetzt heute nicht das Thema sein. Wir wollen uns heute die fünf besten Decks für das XYZ-Festival anschauen, was jetzt ja die nächsten Tage in Yu-Gi-Oh! Master Duel läuft. Und wir werden uns gleich auch im Spiel nochmal ein paar Details dazu anschauen. Was ist das XYZ Festival? Was kann man da so generell an Earnings bekommen? Also was sind die Preise, die wir da so mitnehmen können? Und vor allem, was ich jetzt auch nochmal sagen möchte, ich werde euch jetzt zwar Decklisten vorstellen der besten Decks, allerdings heißt das nicht, dass ihr jetzt alle eure Super Rare oder Ultra Rare Points dafür ausgeben müsst, um eins dieser Decks euch zu bauen, denn wir sprechen hier von einem Turnier, was eine Grind-Sache ist. Das heißt, selbst wenn ihr nur verlieren solltet, dann kommt ihr am Ende auch ans Ziel. Aber wie gesagt, das werden wir uns dann gleich im Spiel nochmal genau anschauen. Wir werden das heute auch zum ersten Mal so machen, dass wir uns Decklisten in Yu-Gi-Oh! Master Duel selber anschauen. Das heißt, ja, ihr hattet mir das neu schon mal geschrieben. Ich hoffe, dadurch könnt ihr besser erkennen, welche Karten das sind. Dadurch seht ihr natürlich auch direkt, in welchen Seltenheitsstufen die Karte verfügbar ist. Ich glaube, das sind ein paar Aspekte, die da schon ganz positiv sind. Da könnt ihr mir gerne mal euer Feedback dazu dalassen, ob wir das in Zukunft immer so machen sollen. Ich weiß noch nicht, was ich so davon halten soll. Aber ja, ich würde sagen, starten wir mit Yu-Gi-Oh! Master Duel oder sehen uns zumindest gleich in-game. So, da wären wir auch direkt in-game und sind auch schon quasi in der Maske von den XYZ Festival. Und hier seht ihr auch die Dauer dieses Events. Es geht vom 17. bis zum 24.2. Das heißt, ihr habt da schon ein paar Tage Zeit, letztendlich euch da reinzufuchsen und vor allem euch auch die Preise zu holen. Was man sagen muss, wenn man vorgefertigte Decks bekommt, dann bekommt man meines Wissens weniger Medaillen, die man sich hier verdienen kann. Und über die wollen wir jetzt auch schon sprechen. Und da schauen wir uns einfach mal die Liste der Belohnungen an. Ich hoffe, ich sitze jetzt nicht im Weg, sonst schiebe ich mich nochmal zur Seite. Doch, das machen wir nochmal. So. Und zwar schiebe ich mich einfach mal hier rüber. Ich glaube, das bietet sich dafür jetzt einfach mal ein bisschen besser an gerade. Bei der Liste der Belohnungen seht ihr relativ schnell, dass ihr für eure Medaillen Belohnungen bekommt. Das heißt, hier seht ihr, wenn ihr 100 Medaillen bekommt, bekommt ihr 100 Edelsteine. Solltet ihr 200 Medaillen erreicht haben, bekommt ihr zweimal ein XYZ-Belohnungsticket und so weiter und so fort. Ich glaube, der Rest ist geläufig. Insgesamt bekommt man ganz, ganz viele Edelsteine und insgesamt bekommt natürlich auch viele von den Legacy-Packs und natürlich auch von den XYZ-Belohnungstickets. Also das lohnt sich in jedem Fall, dieses Event hier einfach mal mitzuspielen. Und das Gute ist natürlich auch, man bekommt pro Sieg 100 von diesen Medaillen und pro Niederlage 50. Das heißt, wir sind hier dann natürlich wirklich an dem Punkt, wo man sagen kann, man kann das auch durchgrinden, wenn man jedes Game verliert. Und ich glaube, jetzt versteht ihr, was ich eben gemeint habe. Natürlich hat man am Gewinnen mehr Spaß, das verstehe ich natürlich, aber theoretisch wäre das Ganze auch so möglich. Das darf man hier dazu erstmal nicht vergessen. Und ja, soweit erstmal zu den Basics. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. So, ich habe mich jetzt mal hier positioniert und ich hoffe, so sollte das vom Setup passen. Lasst mir, wie gesagt, unbedingt Feedback da. Und das erste Deck, was ich euch vorstellen möchte, ist das gute Numeron OTK-Deck. Und das ist ein Deck, was ich aktuell hier auch selber in den XYZ-Festival spiele. Ich muss sagen, es funktioniert sehr gut. Das Deck ist tatsächlich auch sehr, sehr stumpf. Das heißt, das Skill Cap für dieses Deck ist jetzt auch nicht gerade das größte. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen. Und vor allem die Spiele, die dauern auch nicht sonderlich lange. Das heißt, entweder ihr OTK't oder ihr habt halt verloren und der Gegner hat alles. Das heißt, damit könnt ihr natürlich relativ schnell durchgrinden. Das heißt, entweder 50 Punkte oder 100 Punkte, weil man möchte ja im Endeffekt eigentlich nur, wie gesagt, die Punkte bekommen, die Medaillen. Und ja, wir gehen mal über die Deckliste drüber. Wir haben die Numeron Mauer, die tatsächlich noch einen zweiten Effekt hat. Erstmal sucht sie uns das Numeron Network, was man nicht vergessen darf. Das ist eine der oder unsere Keykarte schlechthin. Aber Numeron Mauer ist auch gleichzeitig noch ein Block, wenn man in der Battle Phase letztendlich ist oder wenn der Gegner in der Battle Phase ist, dann kann man damit einfach nochmal einen weiteren Spielzug überleben. Ansonsten haben wir drin Handraps, Max C ist ganz klar. Dann haben wir auch die Aschenblüte und Freudiger Frühling. Dann haben wir tatsächlich auch hier drin den Planetenerkunder. Der ist nur hier drin, damit wir weitere Möglichkeit haben, auf unser Numeron-Netzwerk letztendlich zu kommen, weil die ist, wie gesagt, unsere Keykarte und eine unserer Haupt-Win-Conditions. Ansonsten spielen wir hier drin noch eine ganze Menge ekligen Stuff. Kaijus haben wir hier ein paar
Stück insgesamt drinne. Ich glaube, zu Kaijus brauche ich nicht mehr ganz so viel sagen. Man gibt den Gegner den Free Body und dann OTK't man einfach drüber. Und das gleiche gilt auch für Lava Golem. Das heißt, wir gehen natürlich Blind Go Second. Haben dann noch ein paar Karten drin wie Lightning Storm, weil... Ja, Backrow kann schon mal ein Problem dieses Decks sein und werden. Dann haben wir noch Twinfister hier drin und ein bisschen für die Consistency haben wir dann die Karte in die Leere drin. Denn wir haben uns überlegt, Port of Desires zu spielen, sehe ich in diesem Deck nicht so gerne, weil wir haben ein paar One-Offs hier drin oder auch gerade Numeron Calling, das heißt die Karte, die uns dann am Ende den OTK letztendlich ermöglicht, die dann zum Beispiel mit Desires rauszunehmen, die macht das Grind-Game, wenn man das dann hier so betiteln darf, um einiges schlechter. Deswegen habe ich mich entschieden, hier in die Leere dann auf jeden Fall zu spielen. Kam bisher nicht so schlecht, kann jeder aber natürlich auch individuell noch austauschen. Ansonsten, wie gesagt, Twin Twister, dann noch ein bisschen Handtraps mit der Impermanence und die Keykarte Numeron Netzwerk, mit dem man dann einfach diese ganzen kleinen Butchies hier beschwören darf letztendlich. Und damit kann man dann einfach den OTK forcieren. Und selbst wenn man mal nicht OTKen kann, dann geht man einfach auf Nummer C1 Numeron Sunja, glaube ich, heißt die Chaos Tor Sunja. Dauert immer ein bisschen, bis der Name hier durchläuft. Und diese Karte auf Beschwörung banisht erstmal alle Monster im Spielfeld und natürlich auch die Numeron Monster. Und wenn diese Karte dann im darauffolgenden Spielzug zurückkehrt, dann macht sie Burn Damage für jede oder für die Anzahl der kombinierten XC-Monster. Ich glaube, nur die Numeron-Monster bin ich mir jetzt auch gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall macht die in den meisten Fällen 3000 Burn-Damage. Gab genug Situationen, warum ich aufgrund dieser Karte schon Spiele jetzt gewonnen habe. Ja, ansonsten, Kostenpunkt des Decks ist natürlich nicht ganz so billig. Es sind einige Ultra-Rares hier drin, auch gerade das Numeron-Netzwerk. Aber wie gesagt, das soll ja nur eine grobe Empfehlung sein. Deswegen würde ich dieses Deck aktuell hier auf jeden Fall auf Spot Nummer 5 sehen. Und ist auf jeden Fall eins der besseren Decks für dieses XYZ-Festival. Kommen wir als nächstes zu den guten Lyrik-Liedervögeln. Und das ist auch so ein Deck, das ist für mich relativ klar gewesen, dass wir das hier heute kurz thematisieren müssen. Sehe ich aktuell so auf jeden Fall unter den besten 5. Wie gesagt, wie das Ranking dann für euch letztendlich individuell ist, das kann dann jeder von euch entscheiden. Ich würde es jetzt hier mal auf die 4 packen. Und ja, das Deck per se selber ist natürlich ein wirklich gutes XC-Deck. Das heißt, wir haben hier den Zugriff auf Zeus, Downward Magician und Co. Und letztendlich natürlich auch viele, viele weitere XC-Monster. Das Deck kann direkt angreifen. Das Deck hat auch die Möglichkeit, seine Karten zu suchen über den vorgetragenen Star. Alles sehr, sehr gute Sachen. Übrigens hier als Filler hier drin. Theoretisch kann man die Karte sogar beschwören, allerdings ist mir jetzt nichts weiter eingefallen, was man hier jetzt hätte noch reinklatschen können, deswegen als Filler einfach hier auch das Numeron-Monster drinne. Dann natürlich auch für Backrow-Removal hat man hier ein XC-Monster und natürlich auch das F-Zero-Package hier drinne, was man auch nicht unterschätzen sollte, nach wie vor sehr, sehr stark. Im Main-Deck natürlich Handtraps, ganz viele Max-C, Ashes, dann haben wir hier die Impermanence noch drinne. Dann haben wir selbstverständlich auch Forbidden Droplet, muss man natürlich nicht spielen, hier gibt es auch eine ganze Menge Budget-Optionen. Nibiru haben wir hier und natürlich bei den Consistency-Karten dann auch den Vogel-Lockruf. Darf natürlich auch nicht fehlen. Und zweimal Lightning Storm mit einmal Twinfister. Ich habe aktuell nur zwei Lightning Storm. Man könnte das natürlich auch so machen. Wenn man keine Lightning Storms hat, spielt drei Twinfister. Oder ihr spielt eben, wenn ihr drei Lightning Storms habt, drei Lightning Storm. Der Rest sollte relativ selbsterklärend sein. Und ja, ich finde, die Deckliste ist soweit eigentlich relativ solide. Ist auch nicht ganz so teuer, wenn man sich jetzt die ganzen Ultra-Rare-Handtraps oder so mal rausdenkt. Man kann das Deck dann sogar relativ Budget spielen, natürlich im Extra-Deck. Ja, ist schwierig, verstehe ich. Sicherlich ein Deck, was da dann nicht mehr so günstig ist. Aber sicherlich eins der Decks, was für den XYZ Festival Cup oder wie man das nennen mag, sehr, sehr gut performt und ich denke auch eine gute Wahl ist und deswegen für mich auf jeden Fall die oder der Platz Nummer 4. Kommen wir zu Platz Nummer 3 und das sind die guten Sharks und natürlich war das auch zu erwarten, dass dieses Deck hier sein Plätzchen finden wird, denn das Deckthema braucht nicht wirklich Linkmonster oder auch keine Synchromonster oder whatever, um ein gutes Deck zu sein. Deswegen, ja, war für mich relativ klar und wir schauen einfach mal drüber. Ich glaube, das Deck ist tatsächlich gar nicht mal ganz so anders, wie man es aktuell auch spielen würde. Natürlich vielleicht der ein oder andere Staple anders, aber hey, das soll jetzt nicht das Thema sein. Wir sehen die Thunderschöne oder Thunderschöne Prinzessin. Ich glaube, da gibt es ja den oder das Wortspiel, nicht, dass ihr mich da wieder schimpft. Ich glaube,
Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, da bin ich einfach zu blöd für. Auf jeden Fall haben wir hier bei den Handtraps auch wie Max C, Ash Blossom, Impermanence. Ich glaube, auf die brauchen wir einfach nicht nochmal weiter groß eingehen. Ansonsten hat das Deck auch wieder ganz, ganz viele Extender. Stiller Angler, ganz, ganz wichtig für das Deck zum Extenden. Allerdings darf man danach keine Monster mehr aus der Hand spezialbeschwören. Deswegen kann das mal konflikten mit dem Tenigeist Chatana, der aber auch sehr, sehr wichtig als Extender ist. Dann haben wir den Hai rechter Hand. Ich weiß nicht, ob die Übersetzung jetzt hier 100% richtig ist. Auf jeden Fall ist der hier drin, weil man natürlich auch die Möglichkeit hat, hier die Nummer 59 zu machen und damit dem entsprechenden Lock. Ansonsten eine der wichtigsten Karten hier drin ist der Greissägenhai, eine der wichtigsten Normal Summons, die man durchbekommen möchte. Natürlich neben der guten Prinzessin, die wir hier haben, und ansonsten für die Consistency Piri Reis-Karte, die uns natürlich die Prinzessin dann auch sucht. Das heißt, wir haben so gesehen sechsmal eine Kopie der Prinzessin. Dann natürlich für Consistency, Pot of Desires und auch hier noch die Möglichkeit über die lautlose Meeresnessel, mit der man einfach noch ein bisschen extenden kann. Da ist einiges möglich. Und für die Reborns Weißer Spiegel extrem gute Karte, weil die eben gleichzeitig eben auch noch was vom Deck suchen kann. Also wirklich richtig, richtig gut. Und ich glaube, mehr brauchen wir zum Main Deck erstmal nicht sagen. Ich meine, ihr seht es ja selber, was hier so drin ist. Könntet ihr euch so auch relativ gut nachbauen. Ich glaube auch tatsächlich hier Main Deck technisch, wenn man wie gesagt die üblichen Verdächtigen wieder ausklammert, tatsächlich relativ günstig. Im Extra Deck allerdings 0,000 günstig. Ihr seht selber so unfassbar viele Ultra Rares und man muss die sogar so spielen. Wir haben das F-Zero Package, wie bei fast jedem dieser Decks heute hier. Nur, dass man hier den normalen F-Zero gar nicht spielt, braucht man nicht. Ansonsten Toad darf nicht fehlen. Bahamut Shark kennen wir sowieso nicht anders. Dann der gute Dweller. Dann haben wir die Nummer 101, lautlose Ehre Arc. Dann haben wir den Nummer 37, ich glaube, der heißt Drachen. Spinnenhai ist ein bisschen nervig, dass das hier oben immer so langsam durchrattert. Dann haben wir den Koch, der natürlich uns einen kleinen Lock aufs Spielfeld zaubert. Und alleine diese Karte kann deswegen schon mal ein Auto-Win sein. Und dann haben wir natürlich die Kragen. Die dürfen nicht fehlen, machen alle Monster auf dem Spielfeld zum Typ Wasser. Und er hat natürlich einen sehr, sehr starken Pop-Effekt. Und dann natürlich auch noch das Gegenstück der Tarnkappenkragen. Und dann haben wir hier drin den Vespinator. Kann auch nochmal ganz nützlich sein. Und natürlich eben auch Zeus. Also ich denke auch ein absolut solides Deck. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zu Platz Nummer 2. Auf Platz Nummer 2 dürfen sich heute alle Dinosaurier-Fans freuen, denn das Deck ist ja bei uns im TCG jetzt nicht so gut aktuell. Das heißt, hier kommen natürlich alle Dinosaurier-Spieler gerade im Master Duel auf ihre Kosten, und wir müssen hier von True King Dino sprechen, denn das ist ein Deck, was tatsächlich auch nicht sonderlich groß auf Link-Beschwörung oder anderes angewiesen ist. Denn wir sehen es schon hier ganz klar, wir sehen eigentlich einen relativ klassischen Dinosaurier-Bild, wenn man sich die True Kings erstmal wegdenkt. Wir haben natürlich zweimal den Archosaurier, dreimal den Baby-Cerasaurier und dann haben wir natürlich hier drin auch einmal Petit Pteranodon. Dann haben wir den Riesenrex, dreimal den Faschidosaurier, der natürlich hier auf 3 spielbar ist. Dann haben wir zweimal den Ovi, logischerweise hier der kleinste oder die kleine Einschränkung, die das Deck hat. Dann der eine Pankratops, dann haben wir hier drin auch noch natürlich die zwei Ultimativleiter Tyranno, also die OTK-Maschinen schlechthin. Und dann haben wir natürlich die doppelte Evolutionspille. Dann haben wir natürlich auch noch die untergegangene Welt. Und dann ein sehr, sehr großes True King Package. Das heißt, wir spielen hier dreimal den Feuer True King und dreimal auch den Erde True King zusammen noch mit einem Diagramm. Das heißt, man kann sich hier natürlich auch das entsprechende Puzzleteil dann noch suchen, was fehlen sollte. Und damit macht man natürlich Action in Richtung, ja, Calamities. Die Karte ist spielbar, das heißt, natürlich sollte man dann auch versuchen, den irgendwie auszunutzen, dass man dadurch automatisch quasi ein Spiel gewinnt. Deswegen sicherlich auch ein richtig, richtig gutes Deck. Und ich glaube, ja, Handtraps natürlich, Ashes, Max Cs, dann haben wir noch Calls hier drin. Und wir haben natürlich die untergegangene Welt. Auch eine sehr gute Karte, die den Gegner mal locken kann. Auch gerade wenn man so an Numeron denkt, kann das schon ein richtig guter Anti-Call sein, weil er dadurch automatisch schon mal ein Monster auf dem Board hat, was er nicht so gut los wird. Also ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Extra Deck mal wieder F-Zero, haben wir ja heute, wie gesagt, fast überall gesehen. Dann haben wir hier drinnen natürlich Lagia, dann haben wir Dolka, auch hier Dweller. Ein kleines Zodiac-Package kann man theoretisch bauen und darüber dann eben einfach einen Zeus am Ende legen. Dann haben wir hier Tornado-Drache, dann haben wir Dugarris, dann haben wir tatsächlich den Gagaga-Magier.
eine gar nicht ganz so schlechte Karte. Kann man Plays machen über F-Zero am Ende. Dann haben wir auch hier Vespinato. Dann haben wir noch das, den Enter Platinier. Kann auf jeden Fall mal eine gute Alternative sein, wenn man doch mal den Calamities geoutet bekommt. Und wie gesagt, noch Zeus, der darf nicht fehlen. Und dann gehen wir jetzt auch schon rüber zum heutigen Platz Nummer 1. Kommen wir zu Platz Nummer 1 und das konnte sich vielleicht schon der ein oder andere denken. Und da muss ich jetzt erstmal sagen, das hier ist Zudiac pur. Es kann natürlich auch sein, dass sich Zudiac Kaiju durchsetzt. Allerdings ist das ja dann auch nicht so unfassbar anders und kreativ. Das heißt, da müsstet ihr euch dann einfach nur Kaiju-Slammers dazu denken und ein paar Kaijus ins Main-Deck und das war es dann auch schon. Und ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen, deswegen gehen wir einfach mal über den Zudeck-Bild per se drüber. Wir haben einiges an Handtraps, die Dedekree haben wir drin, dann haben wir Max Cs, dann haben wir die Ash Blossoms und dann haben wir Impermanence näher drin. Und als Besonderheit habe ich mir gedacht, kann man hier Kolosseum des Kaisers wunderbar spielen eigentlich. Damit kann man den Gegner relativ gut einschränken, dass man auch nicht so leicht OTK wird oder generell OTK'd wird, weil wir haben ja natürlich, wie gesagt, Dummeron, Dinos, alles sehr, sehr gute OTK-Decks, die da im Format so drin sind. Und ansonsten zu den Zudeck-Lineup, glaube ich, brauchen wir auch nicht mehr viel sagen. Wir spielen einmal eine Zudeck-Hassbüchse, kann man spielen, einfach um mehr Namen zu haben. Man könnte auch den Katahan spielen, habe ich mich jetzt allerdings hier dagegen entschieden. Dann haben wir dreimal die Whiptail, dann haben wir dreimal die Rasseklinge, dann haben wir dreimal den Ramborg letztendlich hier drin und natürlich auch ein paar Go-Second-Karten, ein Raigeki, einen Harpien-Flederwisch, dann haben wir hier auch den Blitzsturm drin und auch hier Forbidden Droplet und wir spielen natürlich durch die Feuerformation Tenki noch automatisch ein paar mehr Namen. Das heißt, wir können uns letztendlich hier leisten, auch nur die Anzahl der Monster zu spielen, wie wir das hier haben. Und letztendlich ist das Deck natürlich auch Zeus Turbo. Und für das Grind Game, wenn es dazu kommen sollte, haben wir die Zudeck-Kombo. Ist jetzt auch nicht Pflicht, allerdings schon eine Karte, wo ich sagen würde, kann in bestimmten Situationen richtig gut kommen. Und für die Consistency den Pot of Desires, den haben wir hier auch noch mit drin. Und im Extra-Deck mal wieder das F-Zero-Package. Wie gesagt, sehen wir heute sehr, sehr häufig. Ansonsten bei den Namen zweimal Tiger-Mörser, dann haben wir einmal den Drachzack, der ja hier auf 1 spielbar ist, dann dreimal Eberbogen, zweimal Hammerkong und dreimal Check-A-Nine fand ich wichtiger, deswegen habe ich die Karte auf 3 gesetzt und dann hier auch den Vespinato und den Zeus und ich glaube, dadurch habt ihr jetzt auf jeden Fall nochmal einen kleinen Eindruck bekommen, was für Decks man da so spielen könnte, sind wie gesagt nur Beispiele, es gibt sicherlich noch viele andere gute XYZ-Decks, ob die dann wirklich, ja, so viel schlechter sind, das sei jetzt einfach mal so dahingestellt und ja, die 5 besten kennt ihr auf jeden Fall und jetzt möchte ich euch nochmal eine kleine Alternative vorstellen, die mir so beim Spielen aufgekommen ist, wie man denn da noch so ganz gut grinden kann, indem man sich einfach permanent selbst killt. So, und hier haben wir dann auch schon das Auto-Lose-Deck. Ich habe keine Ahnung, wie man das betiteln soll. Auf jeden Fall ist dieses Deck so konzipiert, dass man, ja, sich selbst killen will. Das heißt, man möchte gar nicht gewinnen, sondern man möchte die ganze Zeit so schnell wie möglich verlieren und einfach immer nur die 50 Medaillen für den Lose mitnehmen und dadurch möglichst schnell durchgrinden. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Karten, die uns selber hier Schaden zufügen. Das heißt, zum Beispiel sowas hier, das heißt, 1000 Life Points zahlen, dann hier wieder 1000 Life Points zahlen, da möglichst viele Life Points zahlen, dann natürlich auch hier, wie in den roten Lotus, 2000 Life Points zahlen. Also alles, wie gesagt, nur Karten, die uns schaden und auch tatsächlich viele Karten, die ich noch nie so gesehen habe. Ich klicke die jetzt alle für euch kurz durch. Ich habe die Effekte auch nicht alle im Kopf, aber so, falls jemand Bock drauf hat, sich so ein Deck nachzubauen, dann kann er das natürlich tun. Finde ich persönlich interessant, ob man das dann wirklich auf Dauer so durchziehen möchte, das bleibt jedem selbst überlassen und ob das jedem dann so viel Spaß macht. Aber ich finde den Ansatz dahinter sogar ein bisschen witzig, also kann man sich durchaus einfach mal überlegen, ob man sowas spielen möchte. Und ihr könnt mir dann einfach mal in die Kommentare schreiben, wer vielleicht von euch auch schon auf die Idee gekommen ist, so ein Deck hier zu bauen. Oder vielleicht hat der ein oder andere von euch natürlich auch schon gespielt. Der große Vorteil daran ist natürlich, sowas kostet gar nichts. Ihr müsst quasi ein paar Rares, ein paar Commons und so letztendlich verbasteln und mehr braucht ihr dann am Ende tatsächlich auch nicht. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen für einen guten Start in das XYZ-Festival. Ich wünsche euch allen viel Erfolg und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.